punktgleiche Tabellennachbarn standen sich am 26. Spieltag der Liqui Moly Handball-Bundesliga gegenüber in der EWS Arena. Frisch auf Göppingen gegen den HC Erlangen. Das Duell der HCer trainiert vom ehemaligen Göppinger Coach Hartmut Meierhofer. Und es war in der Anfangsphase das erwartet ausgeglichene Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, die Erlanger mit der erwarteten Härte. Göppingen reagierte darauf allerdings flexibel. Lutz Heini, nach wie vor der Ersatz für den verletzten Nico Büdel bei den Franken, kam heute nicht ganz so gut zur Geltung in dieser Situation, machte aber alles richtig. Auch Simon Jepson kam so langsam in Fahrt und so schafften es die Franken mit Unterstützung von Clemen Verlin zwischen den Pfosten durch einen 5:0-Lauf Mitte der ersten Hälfte davonzuziehen. Göppingen bewies aber Moral und Finesse bei diesem Abschluss von Marcel Schiller. So zogen sie sich am eigenen Schopf wieder raus aus dem Sumpf. Auch weil sie mit dem jungen Julian Buchele im Tor dann mehr Paraden bekamen. Mit einem 16:16 ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Wiederanpfiff dann hauptsächlich ein Spiel in eine Richtung, nämlich auf das Erlanger Tor. Im Angriff gelang den Franken nur noch wenig, wenn dann ging was über Einzelaktionen, wie hier Stefan Seitz. Die Göppinger aber mit fortlaufender Dauer des Spiels immer besser. Erik Persson, ein Beispiel dafür, dass Markus Bauer auch von der Bank nachliefern konnte. Das fehlte den Franken an diesem Tag. Nur 3 Tage nach dem Auswärtsspiel in Magdeburg schienen die Kräfte nach und nach zu schwinden. Auch defensiv war da zu wenig Kontakt da gegen die Rückraumschützen der Göppinger. Zudem fehlten die Paraden in der zweiten Hälfte nahezu komplett. Weder Obling noch Verlin bekamen viel zu halten. Und so bauten sich die Hausherren sukzessive einen Vorsprung auf. Teilweise mit +6 lag Frisch auf in Führung. Und dann wurde es noch ein großer Abend für Julian Buchele, 19 Jahre jung, für den verletzten Bart Ravensbergen, früher als eigentlich geplant, fest im Bundesliga-Kader von Frisch auf. Spätestens mit seinen Paraden, die dann vorne kompromisslos verwertet wurden, war die Partie dann auch entschieden. Buchele insgesamt mit 8 Paraden und 31%. Der gefeierte Mann in der EWS-Arena. Buchele, Buchele, Sprechchöre nach Schlusspfiff. Steinert markiert hier den Schlusspunkt der Partie. Und Frisch auf gewinnt am Ende auch verdient. 32:29. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.